Jo, willkommen zurück bei Let's Play Biomutant. Wir wollen hier ganz gerade eigentlich hoch zu dem Lorenböden. Nicht weggehen. Was für ein motorisiertes Chaos. Die meisten fänden es wahrscheinlich zu widerlich, um es zu plündern. Den hast du platt gemacht. Komplett verbrannt! Euch mach ich fertig. Ein Abkanal ist kein schöner Ort. Und Toxanol hat ihn sogar noch verschlimmert. Ein Abkanal also. Leicht entzündlich. Volle Ladung. Da. Ach, hier steht's eh. Ich bin ja auch blind. Aber es leuchtet halt auch lila, in einer lila Umgebung. Macht's meistens ein bisschen schwieriger. Die Höhe hält dich nicht auf. Ist das alte Weltgerät hier drin? Hä? Weiß ja nicht mal, wo ich das hier drin suchen soll. Hä? Was bin ich denn jetzt? Ich bin maßlos überfordert. Ich dachte, wir wären jetzt wieder am selben Ausgang. Gebacken! Ein astreiner Treffer. Du musst die Stutzen so regulieren, dass sie zusammenpassen. Jetzt, da nichts mehr blockiert ist, kann es ungehindert fließen. Hey, ich verstehe nicht, wofür ich das jetzt gebraucht habe, wenn ich da vorher trotzdem runterkam. Aber ich hinterfrage es einfach nicht. Ganz egal. Du verträgst jetzt alles, oder? Dann wollen wir den letzten Klingeling lösen. Thank you.
Oh. Wollte ich gar nicht. Upsi. In dieser Motorjus-Station da drüben gibt es vielleicht noch Temposaft. Die Chance ist gering, ab. Du musst die Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Glück gehabt. Ich hab's wieder nicht gecheckt. Aber naja, jetzt habe ich's ja. Die Technologie von damals ist also immer noch hier, auch wenn ihre Nachricht veraltet ist. Wenigstens gibt es eine Aufwandsentschädigung. Hm. Stimmt. Hier steht sie. Ich wollte gerade sagen, als ob es hier keine Mülltonne gibt. So, wollen wir in die Richtung kurz den Außenposten holen. Der Untererdaußenposten. Den hat der Pichu-Stamm ausgebuddelt. Ist das ein Strahl der Hoffnung? Ja, jetzt habe ich wieder einen meiner hinteren, ich habe vergessen, wie die heißen Tasten von meinem Controller erwischt, die so auf der Rückseite sind. Hier so. Ja, und drücke ich irgendwie öfters aus Versehen drauf und ich habe die, glaube ich, noch nie absichtlich benutzt für irgendwas. Mal sehen. Und so hätte ich mir jetzt natürlich schon mal merken können, wo ich noch hin will. Wir müssen ja hier auf jeden Fall mal hin, um dann den Bum-Bunk hier drüben fertig zu machen. Also so in die Richtung. Ja, genau. Die Satellitenschüssel. Ah, das geht jetzt alles ganz schön flott. Kommt mir so vor, als ob ich nur noch ein, zwei Parts aufnehmen müsste. Aber schauen wir lieber erstmal. Super. Imskamslager, warum haben wir den Schnellreisepunkt angeblich schon? Hallo? Also. Ich habe wohl jetzt ein schlechter Witz, hä? Sehr. Mal sehen. Genieß einfach die Gegend, solange du kannst. Hier in Wunderwaren kannst du deine Vorräte aufstocken. Hier kannst du den Krim. So, schau mal, wie wir jetzt da hochkommen. Irgendwo müsste ja auch einfach mal ein normaler Weg nach oben sein, hä? Ja, ja. Schaut doch gut aus.
Da kam er, du. Damit die Signalschüssel funktioniert, musst du die Pongpaddel korrekt ausrichten. Das passt. Jetzt kannst du so viele Schüsseln ansignalisieren, wie du willst. Ja, dreh dieses wohin. Paddel, um die Signalschüssel richtig zu wenden. Bibidi piep piep, du hast eine Signalnachricht entdeckt. Ach, hier war ich jetzt schon das 15. Mal drin, hä? Da hat mein Telefon kurz geklingelt, Entschuldigung. Nicht, dass ich mein Telefon gehört halt, aber meine Smartwatch hat am Tisch vibriert. Und das habe ich schon gehört. So, wollen wir jetzt zu dem Boom-Bunker, den wir schon kennen. Hier können wir Gott sei Dank schnell reisen, Rückzuss. So schnell wie alles den Bach runtergeht, können nicht mehr viele Tage übrig sein. Das heißt, wenn wir noch einmal ganz kurz in die Kluppi-Dünen, obwohl wir die schon fertig hatten. Das hat sich gelohnt. Wir gehen von hinten rein, weil das einfach schneller geht. Ihr respawnt also. Aber ich habe keinen Bock auf euch. Sag bloß jetzt. Jetzt leuchtet es da hinten so gelb. Leute, plötzlich überall hatten wir. Wie viel noch nicht hatten? Dann werde ich natürlich schon nochmal durch. Naja, ist egal jetzt. Ist jetzt erstens sowieso zu spät. Zweitens ist es ja auch egal. Man sollte meinen, dass hier ohne Ende Würmer herumkriechen. Na, wie fühlt es sich an? Weiß nicht, wogegen hilft er? Was für ein Fund! Gegen Tod. Naja, das haben wir schon ganz am Anfang gemacht. Kommt ein bisschen zu spät. So, was ich jetzt gerne noch machen würde, wäre unser Inventar einmal zu sortieren. Und nochmal durchzugucken. Hier wird nichts weggeworfen. So, hier war nichts mehr dabei. Genau, der Rest ist unzerstörbar. Gab's hier nicht irgendwas wie...
irgendwas automatisch zerstören. Ich habe gedacht, ich hätte gelesen, dass ich... Das ist das Gap. Aber gefühlt haben wir überall die besten Sachen und finden nichts Besseres mehr. So kommt es mir zumindest vor. Dann haben wir hier auch nichts mehr. Am Rücken wollen wir gar nichts anderes. Beine. So, also besonders viel war das hier nicht. Wir hätten natürlich bestimmt auch zwei extrem gute Einhändige. Schau mal, ob wir da nicht irgendwas Besseres haben. Du hast alle Teile, die es braucht. Ganz schön viele Sachen hier. Nö, ich glaube, da gibt's auch nichts Besseres. Aber da können wir halt nur ein Zusatzteil. Denk an alles, was du damit schneiden kannst. Ich will nämlich eigentlich eine neue herstellen. Mm-hmm.
1077. So. Das spielen wir damit ein bisschen. Hier wollen wir auch mal eine herstellen. Warte mal, was. So, hab ich jetzt ein bisschen rumgespielt und den ein bisschen besser gemacht. Das ist jetzt Elektro und macht ein bisschen mehr Schaden als vorher. Da finde ich ganz hohe Feuerrate, aber. Dann. Wollen wir hier wieder hin reisen, wahrscheinlich sogar hier hin, weil das glaube ich sogar etwas schneller oder näher. Ohne es genau zu wissen. Ja, da hat er jetzt ganz schön eklig rumgerotzt. Hier so, könnte zu jeder Tageszeit ein Monster schlummern. Ah ja. Dress man nicht. Hier ist also ein Flauschkolossnest. Da ist er ja schon. Unser Flauschikolossi. Keine Ahnung, ob wir jetzt wirklich mehr Schaden machen. Die Überladung. Kann ich nicht sagen. Aber rein von den Werten her, so wie ich es verstand, dann müssten wir mehr machen. Ja, irgendwo hier steht natürlich auch ein Grünautomat. Den ich aber natürlich gar nirgends sehe. So viele Schlösser. Die scheinen ein bisschen anfällig gegen Radioaktivität zu sein. In dieser Geschichte geht es um eine Heldenfigur. Ich wollte gerade sagen, irgendwo müssen jetzt auch langsam mal woanders Quests aufgeploppt sein. Aber es war ja abzusehen.
Eine Ziegelhütte, die noch steht. Welch ein Fund. Oh, da drüben ist etwas Plastikkram. Die Kurbeln müssen in der richtigen Reihenfolge entdreht werden. Der Kieme. Aber mit Kieme wollen wir das nächste Mal sprechen. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder von Let's Play bei Mutant. Das ist Gurgelgrund. Kieme lebt hier. Also, lasst ein Like da und macht's gut. Bis dann. Tschüssi.